Hallo, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. Zweiter Folge des 19 Multiplayer mit Timo. Hallo. Moin. Nachdem wir unser Abkipp-Problem behoben haben, können wir jetzt endlich mal richtig Metas machen. Hoffe ich. Dass man die Silos nur extra dazu kaufen muss. Ja, hier hast du von dieser Kirche gehört, die Montag abgebrannt ist in Rom. Ich sag mal so, ne? Es war einem ja unmöglich, das nicht Nicht zu mitzubekommen, da hast du recht mit. Du konntest ja nicht mal. Es war überall, egal wo du warst. Ja. Ich sag da mal nichts zu. Ja, das Lustige ist, dass die jetzt schon wieder 800 Millionen Euro haben, um die Kacke wieder aufzubauen. Ja, das verstehe ich auch nicht. 800 Millionen, ey. Kannst doch übertreiben, also. Vor allem, das war innerhalb von 24 Stunden da. Gar kein Problem. Sag da mal lieber nichts zu. Nee. Was ist denn sonst noch so passiert? Was sonst was so passiert ist? Ich habe irgendwo gelesen, irgendeine Stadt kriegt 50 E-Busse. Habe ich gelesen. Hast du das gelesen mit Münster, dass sie vielleicht Metrobusse haben wollen? Ja, habe ich auch gelesen. Wo ich dann auch noch gedacht, ah, wo stand das denn? Irgendeine Münsterische Zeitung hat das geschrieben. Ja, Antenne Münster war das. Nee, auch noch irgendeine andere Zeitschrift. Ist ja auch egal. Der Deckel hat es ja auch selber geschrieben. Ja, auch. Dann habe irgendeinen Beitrag habe ich auch noch gelesen, dass Münster noch extra Busspuren bekommen soll. Ja, für die Metrobusse wahrscheinlich. Was sollen die denn machen? Sollen die Häuser abreißen, dass die neue Spuren machen können? Ach, frag mich nicht. Ich halte das für schwachsinnig. Das läuft doch jetzt auch so, wie es ist. Warum wird der Anhänger schneller voll als gerade? Hab ich mir auch gerade gedacht. Stopp, voll. Ich finde ja diese Metrobusse eigentlich ganz nett, aber für Münster irgendwie nicht praktikabel. Sag ich mal. Vor allem die Verbindung ist doch gut. Ich habe jetzt hier gehört, wollen die nicht hier den 15-Minuten-Takt einführen auf manchen Linien? Das gibt doch noch mehr Probleme, als es jetzt schon gibt. Ja, Schwachsinn. Das löst doch im Endeffekt wahrscheinlich gar kein Problem. Das geil, die Bewegung von dem Mais. Ja, außer dass man in den 50 Milliarden LS ja mal die Maistextur mal neuer machen könnte. Das ist doch die schlechteste Maistextur, die es gibt. So könnte eine Maistextur ausgehen, die für Könnermais gedacht ist. Zum Häcksel muss der aber eigentlich noch knackig grün sein. Ich fände es immer geil, wenn du Mais anbauen könntest für die BGA. So unterschiedliche Maissorten, weil da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Ja. Also Futtermais oder Energiemais. Das sind ja unterschiedliche Maissorten im Endeffekt. Das wäre nochmal geil, wenn das gehen würde. Ja, stimmt. Warte mal eben. Ja, jo. Können wir noch mal ganz kurz ein Schlückchen trinken? Ja, mach das.
Ui, 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 ui. Hallo, Laterne. So, dann wollen wir mal wieder zu Timo eiern. Wo Timo schon auf den guten Corona wartet. Halb So, zehn. Wie die Zeit rennt wo heute. bleibst du? Ja, ich bin unterwegs. Ich bretter schon gerade wieder mit 53 Sachen zurück. Ich heize. Ui, hier muss ich rein. Hallo Graben. Uiuiuiui. Findest du den Weg nicht mal, oder Nee. was? Finde ich nicht. Ich brauche Navi. Mit Karten kenne ich mich nicht so gut aus. Unterwegs. Kommt der angeschlichen? Angeschlichen? Weißt du, wie schwer und groß die Scheiße ist? Nachdem ich heute eine Vollbremsung nur für so einen scheiß Autofahrer machen musste, hat mir das schon gereicht. Sorry. Ein Stück zurück, Marc. Ja. Immer diese Häckslerfahrer, die kein Häcksler fahren können, ne? Katastrophe. Ja, fahr mal. Fährst du außen wieder runter oder wie hast du es vor? Oder fährst du innen wieder Ja. runter? Na dann fahren wir nicht Folge. Oh, stopp, stopp, stopp. Alter, für die Pflanze hat sich der Unfall jetzt schon nicht gelohnt. Scheiß Lenkung, Alter. Alles gut, nicht so aufregen. Ist und bleibt so, wie es ist. Arbeitskollege war beim Kunden. Das war nicht so lustig, sagte er. Warum? Ja. Auch nur am Rumärgern. Geht nicht, klappt nicht. Solche Kunden sind immer die besten. Brauchst da schon ein bisschen Gelassenheit bei, sonst wird das nichts. Wie gut ein Häcksler klingt auch. Voll geil, ne? Dieses rein rassige von Krone. Bin Krone auch nicht schlecht, was Häcksler angeht. Ja, kommt jetzt die Johnny-Häcksler, die neuen sind gar nicht so schlecht. Die kommen jetzt Oder sehr, die sage gibt's ja ich. nicht im LS, oder? Doch, ganz schön, glaube ich auch schon. Aber nicht standardgemäß. Bin hier heute noch fast so ein ähnliches Modell gefahren, wie ich gerade mit vor dir fahre. Voll. Hatte nur ein paar weniger PS. Und war bedeutend neuer. Ja. Jo. Musste bei uns einmal um den Block fahren, weil wir hinten die Spur eingestellt haben. Ist ein bisschen größer geworden, weil die müssen, wenn sie vom Werk kommen, kommen die immer etwas schmaler, ist das günstiger und passt besser auf dem LKW. Da musste ich damit ein paar Mal im Block fahren, dass ich die Schrauben und alles setze, dass man die nochmal nachziehen kann. Kann es nämlich sein, dass der Reifen irgendwann einfach da liegt. Und du dann so komisch schräg in der Kabine sitzt.
Oder wenn du sagen kannst, der hat einen Reifen verloren. Dann hat er so ein Schlepperreifen an den Rand vorbei rollt. Da würde ich mir schon mal Gedanken machen. Das stimmt. So 900er Schluffen. Wenn die an dir dran vorbei wollen, gehst du am besten in Deckung. Ich dachte, Maurice kommt. Der kommt heute nicht mehr. Oder wahrscheinlich so ein nachtschlafender Zeit. Bin ich jetzt auch nicht schlimm, habe ich meine Ruhe. Schlimm ist das auch nicht. Aber zum Häckseln wäre es ganz gut Sicher, gewesen. zum Häckseln wäre es auch mit 3, 4 Mann mehr, wäre geiler, da hast du auch wohl recht. Wenn dann 3 Leute abfahren, 4, einer fährt Häcksler. Plus einer oder zwei in der BGA die ganze Zeit am Hin- und Herschieben, am Aufräumen, am gerade passend machen, was weiß ich nicht. Ist dann Ja, aber auch gar dafür haben wir nicht. zu wenig Leute. Jo, ich bin immer noch ganz gespannt auf unser neues Projekt, was vielleicht irgendwann nächstes gefühlt nie kommen wird. Habe ich da mit dir schon mal drüber gesprochen? Glaube schon, ja. Gut. Sollte eigentlich im 2019er passieren. Ja. Haben wir echt schon mit dir drüber gesprochen? Hört sich jetzt gerade nicht so an. War doch dieses Community-Projekt, ne? Community-Projekt? Ja, war da nicht? Wo dann halt, wo wir. Da war doch irgendwas. Du hast doch mit mir da schon drüber gesprochen. Sag, komm, bring mir doch. Hilf mir doch auf die Sprünge, Mensch. Es ging eigentlich um. Na? Los. Ja, ich weiß. Es ging eigentlich eher so in Richtung. Ach, sag schnell. Es kam ja eine. Halt, vorwärts mal rückwärts verwechselt. Läuft. Es ging ja eigentlich eher darum, dass einer nach uns gekommen ist und hat gefragt, wie das aussieht. Mit so einem Projekt. Da hatten wir auch schon ein Gespräch mit ihm. Ach ja, genau, das war das, ja, stimmt. Genau, dann habe ich das auch schon mit dir gesprochen. Ja, aber bisher habe ich da nichts von wieder gehört. Nicht schriftlich, nicht mündlich. Und wir. Ich werde mich da jetzt auch nicht drum reißen, da irgendwas zu machen. Also. Ja, würde ich auch nicht machen. Ist jetzt da auch nicht so. Ist eine gute Idee, gar keine Frage, alles gut. Aber ist jetzt auch nicht so, dass mein Terminkalender dann noch 5 Projekte weiter zu passt. Irgendwann würde ich auch einfach mal 2, 3 Stunden in Ruhe um sie fahren, ohne dass mich einer anruft, nervt oder sonst irgendwas geht. Ja. Ich habe mir jetzt schon vorgenommen, ist ja jetzt Ostern, ich habe 4 Tage frei. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ja, kommt hin. Da wollte ich noch ein bisschen was schaffen. Aber wenn dann die ganze Zeit so ein Timo dabei ist, dann geht das einfach nicht. Nein, alles gut. Was davon, das war's von mir. Bis wir ihn irgendwann wieder auf der Straße sehen. Seit wann habt ihr Ja. den 1803er eigentlich? Der ist noch gar nicht so alt, oder? Wo ich gefahren bin, Ja. in der Woche, Ach so. da, nee, davor die Woche. Wo ich gefahren bin, davor die Ist, Woche. hat er noch nichts gesehen. Dann riecht der drin ja noch neu. Ja, ich war drin abends noch, als ich da die S60 gefahren bin. Setzt du oben wieder an? Oh, fährt der mitten durch den Mais, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Gut, ich auch 2, 3 Pflanzen. Naja, ist egal. Wärst du runter gleich wieder oder was hast du vor? Na so. Ach so, ja. Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Warte, dann drehe ich nochmal.
Ich dachte, du fährst jetzt hier Bahn wieder runter. Nicht denken mag. Ja, wir überlassen das Denken den Pferden hier im größeren Kopf. Aber ich sehe gerade schon wieder, die Zeit ist um. Mann, die Folgen gehen schnell vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao.